Wir haben heute eine politische Einigung erzielt über das Sicherheitsabkommen, was jahrelang verhandelt worden ist und was wir jetzt zum Abschluss bringen. Ein Sicherheitsabkommen, was alle Felder der Zusammenarbeit umfasst, den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, den Kampf gegen Schmuggler, gegen organisierte Kriminalität, gegen illegale Migration. Wir werden jetzt noch ein paar technische Details austauschen und dann kann das sehr bald unterschrieben werden. De coopérer pleinement pour que des personnes mal intentionnées utilisent le flux des réfugiés qui va vers l'Allemagne en ce moment pour passer comme des réfugiés. Il y a quelques personnes qui sont parties du Maroc dans ce cadre-là. Pour l'instant, celles que nous avons identifiées ne sont pas très nombreuses, c'est quelques dizaines, mais nous continuerons à travailler de manière à éviter que des personnes mal intentionnées utilisent l'ouverture de certains pays européens et particulièrement de l'Allemagne. Was die Rücknahme angeht, so sind wir uns einig, dass wir uns im ersten Schritt konzentrieren auf die Rückführung von denjenigen Marokkanern, die insbesondere im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen sind und dabei insbesondere diejenigen, die sich als Syrer ausgegeben haben, obwohl sie Marokkaner sind. Und wir sind uns einig, dass wir in dieser Gruppe so viele wie möglich zurückführen werden.